Heute gibt es in FIFA 23 ein extrem spannendes Battle, Lionel Messi gegen Kylian Mbappé. Wir werden diese beiden Spieler bei verschiedenen Vereinen sehen, bestimmt auch viele Titel holen und bestimmt auch viele Tore und Vorlagen machen. Das sind nämlich auch die Möglichkeiten, hier Punkte zu holen. Für jedes Tor und auch jede Vorlage gibt es einen Punkt. Wenn ein nationaler Titel geholt wird, dann gibt es 5 Punkte und derjenige, der in der Champions League weiterkommt, der kriegt auch nochmal 5 Punkte extra. Und das Glücksrad entscheidet die Vereine, wo die beiden dann spielen werden. In der ersten Saison, da wird erstmal noch keiner wechseln. Wir starten also bei Paris, wo wir Mbappé 18 gemacht haben und auch Lionel Messi, beide mit der 91er Gesamtstärke und dem 95er Potenzial. Damit es hier auch komplett ausgeglichen ist, deswegen werden wir auch die Formation hier mal anpassen. Da wir jetzt noch beim gleichen Verein sind, ist es nicht wirklich relevant, aber trotzdem komisch zu sehen. Paris fliegt hier raus nach einer Niederlage am letzten Spieltag hier gegen Helsingborgs. Und jetzt ist auch hier die erste Saison vorbei. Wir werden den Titel auch direkt mal hier mitzählen, aber beide bekommen natürlich jetzt hier für die Meisterschaft 5 Punkte. Und beide bekommen auch zusätzlich 5 Punkte für den französischen Pokal. In der Euroleague natürlich logischerweise das gleiche hier erreicht, also keiner kriegt hier die Punkte. Falls aber einer hier in der Euroleague ist und der andere in der Champions League, dann wäre das Achtelfinale der Champions League das Halbfinale der Europa League. Aber da gebe ich euch später nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Wir sehen schon mal, Mbappé hat sich schneller entwickelt, hier auf die 95er Gesamtstärke. Wir wollen aber natürlich jetzt auf die Statistiken gucken. Die werden dieses Battle entscheiden. Und ihr entscheidet, ob es hier weitergeht mit diesem Format. Lasst uns hier die 1000 Likes parken für mehr. Falls ihr noch gute Battle-Ideen habt, schreibt sie gerne rein und jetzt gucken wir uns den Sieger der ersten Saison an. Das gibt dann auch einen Punkt. In der zweiten Saison würde es dann aber schon 2 Punkte geben. In der dritten Saison dann 3 Punkte und in der siebten Saison dann 7 Punkte. Sollte ziemlich einfach sein, aber ihr seht es natürlich auch immer eingeblendet. Okay, wir sind jetzt hier bei Neymar. Wenn wir noch einen weiter nach oben gehen, dann sehen wir schon mal die Scorer-Punkte von Mbappé. Das sind einfach mal 40 Stück. Messi hat aber mehr Tore gemacht und zwar, ja gut, der hat gleich viele Tore gemacht, hat aber mehr Vorlagen gesammelt. Das heißt, die erste Saison geht an ihn und jetzt geht es für beide Spieler hier quasi auf die Transferliste. Aber da bei solchen Marktwerten nur seltene Angebote reinkommen, werden wir das hier mit dem Glücksrad regeln. Wir werden aber verschiedene benutzen, damit keiner quasi doppelt zu einem Verein geht. Wir starten immer mit Lionel Messi und der wird jetzt hier seinen nächsten Verein finden und das wird einfach nicht Dortmund, sondern der AC Milan. Messi wird seine Saison also hier in Italien verbringen und wir gucken direkt mal, wo Mbappé seine Saison verbringen wird und wir sehen, es geht in die englische Liga zu Arsenal. Wie ich finde, ein sehr geiles Duell. Wir sind übrigens die ganze Zeit auch in einer Karriere, werden aber natürlich nur einen Verein hier managen können. Und das wird nicht Arsenal, da haben wir erstmal nur Mbappé hingepackt. Nächste Saison werden wir dann seinen Verein verfolgen, beziehungsweise ihn managen. Verfolgen werden wir natürlich beide. Die erste Saison verbringen wir hier also direkt bei Milan. Sehr interessante Truppe, die natürlich mit einem Lionel Messi hier auf dem rechten Flügel noch viel besser ist. Okay, das geht gar nicht gut los bei Messi. Ich hätte gedacht, dass die Clubs zumindest in der Europa League sind. Aber er startet hier einfach mal in der Conference League, kann aber dadurch natürlich mehr Scorer-Punkte sammeln. Könnte also auch zum Vorteil werden. Beziehungsweise sehe ich hier im Winter, dass Arsenal, glaube ich, in gar keinem einzigen Wettbewerb am Start ist. Okay, das sind natürlich jetzt hier Freipunkte für Messi. Hat hier also einfach mal doppeltes Glück. Aber darum wird es natürlich auch ein bisschen hier gehen. Wir sehen 17 Tore und 2 Vorlagen jetzt in der Mitte der Saison. Also da muss Mbappé schon ordentlich gegenhalten. Juni 2024 und wir sehen, Messi gewinnt die Conference League. Aber auch ohne den Sieg hätte er natürlich die ersten 5 Punkte hier schon mal geholt. Hier im Pokal gibt es aber keine weitere 5 Punkte. Da gibt es auch wirklich nur für einen Pokal Titelpunkte. Finale zählt nicht und ein zweiter Platz in der Liga auch nicht. Wir sehen aber hier den ersten Platz ganz knapp vor der Roma. Bringt also auch 5 Punkte. Messi jetzt schon bei insgesamt 10 Punkten vor den Scorer-Punkten. Sie werden das ganze Ding aber natürlich hier hauptsächlich entscheiden und wir sehen bei Lionel Messi einfach mal 50 Scorer-Punkte. Ich denke, heute werden wir Rekorde sehen. 63 war bis jetzt das Beste, was ich hatte. Und Mbappé, der muss erstmal diese 60 Punkte von Messi überbieten und die 5 Punkte in der Liga kann er sich hier schon mal nicht holen. Er hat hier aber 2 Pokalwettbewerbe. Wir sehen auch ein 5:0 von City im Finale gegen United. Letzte Hoffnung ist der Carabao Cup. Das ist jetzt die Chance. Nutzen sie aber nicht. Also durch seinen Verein hier 0 Punkte geholt. Und genau in so einer Situation waren wir auch beim Lewandowski gegen Benzema Battle. Da dachte ich auch, okay, Benzema hat gar keine Chance. Und dann hat er eben diese legendären 63 Scorer-Punkte hier geschafft. Wir gucken direkt mal, ob Mbappé das auch schaffen wird. Und ganz klares Nein. Das ist ja fast schon eine Blamage. 60 Punkte gegen 33 Punkte, aber natürlich mit dem Verein kann es in der nächsten Saison komplett anders laufen. Messi holt sich also Runde 1 und Runde Nummer 2, geht damit auch 3:0 in Führung. Die dritte Runde gibt aber natürlich 3 Punkte. Mbappé kann also hier ausgleichen, es wird nicht langweilig. Und langweilig wird es auch hier meistens nicht auf dem Kanal. Und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Verlängert gerne meinen Vertrag mit einem kostenlosen Abo. Und jetzt werden wir direkt auf den zweiten Messi-Wechsel gucken. Milan wird entfernt und wir gucken direkt mal auf den nächsten Verein. Und das wird Arsenal.
Duell, okay. Ja, wir haben ja schon eben bei Mbappé gesehen, das lief jetzt nicht so gut. Macht die Sache aber natürlich nochmal ordentlich spannend. Wir gucken mal auf den Mbappé-Wechsel und Mbappé wird in die italienische Liga zu Juventus Turin wechseln. Also, sie tauschen einfach mal die Ligen. Kann Lionel Messi seinen Vorsprung noch weiter ausbauen hier beim FC Arsenal? Wir werden es sehen, ob Messi es schafft, hier beim FC Arsenal Titel zu gewinnen, anders als Mbappé, der natürlich jetzt hier zu Juventus wechselt. Und die neuen Mannschaften hier zu entdecken ist immer extrem spannend. Wir sehen zum Beispiel Toni Kroos hier bei Juventus Turin. Kimpembe auch ordentlich am Start. Wir gucken mal, wo sie spielen, aber das Wichtigste ist natürlich, was Mbappé hier auf der linken Flügelposition macht. Sehr großer Vorteil für Mbappé, er spielt hier in der Champions League und ist auch im Achtelfinale. In der Liga könnte es aber noch besser laufen, 8 Punkte Rückstand. Aber vor allem werden natürlich die Scorer-Punkte entscheiden. Er hat bis jetzt nur 8 Stück gesammelt, er hat auch nicht alle Spiele gemacht. Man muss dazu sagen, wir haben auch sehr viele gute linke Flügel, aber das sollte der Assistenztrainer dann schon checken, dass die irgendwie auch rechts eingesetzt werden können. Es kann aber natürlich auch gut sein, dass Mbappé einfach verletzt war. Ich denke, das werden wir dann in der Rückrunde sehen. Bei den Teams versuchen wir natürlich so wenig zu verändern wie möglich. Mbappé fliegt hier im Viertelfinale gegen Barca raus, aber die 5 Punkte hat er natürlich jetzt schon wahrscheinlich sicher. Obwohl, das könnte noch richtig spannend werden. Aber er hätte hier ins Finale kommen müssen, um gleichzustellen. Hat er nicht geschafft, stattdessen gab es hier ein deutsches Finale. International holt sich Mbappé also schon mal die ersten 5 Punkte, im nationalen Pokal nicht. Und auch hier in der Liga holt er sich keine weiteren Punkte. Aber wie immer werden natürlich die Scorer-Punkte hier entscheiden. Und da sehen wir, dass er nur 23 Stück gesammelt hat. Also Mbappé bis jetzt richtig enttäuschend hier auf dem linken Flügel, was aber für ihn normalerweise kein Nachteil sein sollte. Aber gut, 28 Punkte muss man natürlich auch erstmal erreichen. Und vor allem ist hier noch gar nichts entschieden. Ich glaube, danach werden noch 21 Punkte verteilt. Aber bleiben wir erstmal bei Runde Nummer 3. Ja, Arsenal hier auf dem 7. Platz. Nächstes Mal nehmen wir, glaube ich, dann nur die Top 7 Vereine. Wir gucken direkt mal in den FA Cup. Auch da gibt es keine Punkte und auch nicht im Carabao Cup. Aber wie wir hier sehen, ist das gar kein Problem für Messi. 18 Tore und 22 Vorlagen. Er gewinnt also auch Runde Nummer 3 und geht damit 6:0 in Führung. Aber wie gesagt, es gibt noch sehr viele Punkte. Aber ich denke, Messi hätte nichts dagegen, wenn er auch beim nächsten Verein hier direkt die nächsten 4 Punkte sammelt. Wir gucken direkt mal, ob er jetzt hier zu Paris geht. Okay, bei Paris waren wir, das müssen wir entfernen. Wollen natürlich keine Vereine hier doppelt haben. Gucken wir direkt mal, zu welchem Verein er hier wirklich geht. Und wir sehen, er geht hier zu Liverpool oder zu City. Er geht zu Liverpool. Okay, sah ziemlich nach City aus. Aber es wird hier Liverpool. Mal schauen, ob die beiden sich vielleicht hier in der Liga begegnen. Kylian Mbappé wird jetzt hier zu folgendem Verein wechseln. Ja, es kommt tatsächlich so. Er wechselt auch in die Premier League und er wechselt hier zu Chelsea. Und da lasse ich ihn mal ganz kurz bei den freien Spielern und dann macht er direkt mal das. Ich glaube, der will heute einfach keine Punkte mehr. So, jetzt ist Mbappé aber da und so sieht auch hier die Mannschaft aus. Beziehungsweise so sieht die Mannschaft aus und vor allem natürlich hier auf dem linken Flügel mit der Veränderung. Und so sieht hier das Team von Lionel Messi aus, das neue Team der FC Liverpool. Mal gucken, wie sie vorne spielen. Mit Jota und Salah könnte es da auch Probleme geben mit Messi. Also ich mache mir keine Sorgen um Messi, dass er irgendwie hier wenig Spielzeit bekommt, sondern dass der Rest des Teams irgendwie nicht so gut zusammengestellt ist. Aber das werden wir natürlich dann sehen, wenn wir hier keine Titel holen. Bis jetzt hatten wir aber von beiden Spielern noch keine so richtig überragende Saison, auch was den Verein angeht. Ich hoffe, das ändert sich schnell. Und solche Supercups zählen natürlich nicht als Titel, sollte klar sein. Und wir sind jetzt nicht nur in der Hälfte der Saison, sondern auch in der Hälfte von diesem Battle. Was war das für eine spannende Gruppe? Aber Messi darf hier weiterhin auf die 5 Punkte hoffen, aber auch Mbappé mit Juventus Turin haben sich als erster durchgesetzt. Aber Messi ist hier einfach zu stark, schon wieder 15 Tore und 11 Vorlagen. Der hat auch die 96er Gesamtstärke, ich weiß nicht warum. Entwicklungspläne habe ich zu keinem Zeitpunkt gemacht. Also momentan sieht es ziemlich einseitig aus, aber durch das Punktesystem bleibt es natürlich spannend. Okay, wir sehen Messi hier im Viertelfinale von der Champions League, da fliegt er aber raus. Aber das gleiche macht auch Mbappé mit Juventus Turin, er kann das nicht ausnutzen. Hier holt sich also keiner die 5 Punkte und 5 Punkte werden hier auch nicht von Messi in der Liga geholt und auch nicht im FA Cup, wo Arsenal jetzt einen Titel gewinnt, das kommt für die beiden aber natürlich schon zu spät. Und auch im League Cup gibt es hier keine Titel, aber so wie Messi momentan performt, braucht er das nicht so unbedingt. Er macht hier 23 Tore und 18 Vorlagen, also wieder 41 Scorer-Punkte und geht sogar nochmal plus 1 hier hoch, also wieder eine ordentliche Challenge für Mbappé, aber natürlich kein Ding der Unmöglichkeit, vor allem weil er hier direkt schon mal gut loslegt. Er holt sich die Liga und damit natürlich auch die ersten 5 Punkte, gut FA Cup und auch den Carabao Cup, also den League Cup haben wir schon gesehen. Und auch die Liga haben wir natürlich gesehen. Bisschen random, dass ich darauf nicht reagiert habe, aber an die gleiche Liga muss ich mir erst noch gewöhnen. Das haben wir gar nicht so oft gehabt hier bei den Battles, aber jetzt war es soweit. Aber es geht natürlich um die Scorer-Punkte und jetzt rastet Mbappé hier komplett aus. 42 Tore und 15 Vorlagen. Also ja, der macht mehr Tore, als Messi hier komplett Scorer gesammelt hat. Und auf diesen Moment hat man eigentlich gewartet oder gedacht, warum kommt er nicht? Er sammelt also hier 62 Punkte.
Punkte und aus dem 6:0 wird jetzt ein 6:4. Mbappé hat es also auch geschafft, sich hier anzumelden in diesem Battle. Wir gucken direkt mal wieder auf den Verein von Lionel Messi und er bekommt hier Manchester City, geht also bzw. bleibt hier in der Premier League und geht natürlich zu einem echten Top-Club. Da kann man natürlich Titel erwarten, aber das gleiche könnte natürlich jetzt auch bei Mbappé passieren, bzw. City würden wir natürlich hier verbieten. Aber Milan ist nicht verboten, da werden wir jetzt mit Mbappé hinwechseln. Also die Jungs, die darf man echt nicht alleine lassen hier. Okay, im Jahr 2026 gibt es natürlich die WM. Das Ganze wollen wir natürlich nicht ignorieren. Ich zeige euch davor aber natürlich nochmal das Team von City. Und bei der WM, da wird es übrigens auch Punkte geben. 5 Stück für den, der weiterkommt. Und ich habe ja erwartet, dass City gut ist, aber wie krass haben die bitte hier noch eingekauft. Musiala und Wirtz hier einfach mal geholt. Alphonso Davies dann auch noch. Konaté, also ja, hier müssen natürlich Titel gewinnen. Das ist aber auch natürlich der amtierende Champions League-Sieger. Das einzige Problem, was Messi hier haben könnte, ist, dass die anderen hier auch die Scorer-Punkte wegnehmen. Und es gibt hier schon die Entscheidung für die ersten 5 Punkte der Saison. Und die WM ist noch gar nicht zu Ende gespielt. Beide Teams sind jetzt hier rausgeflogen, aber Argentinien hat hier das Achtelfinale überstanden, was Frankreich hier nicht gemacht hat. Also auch wenn Messi hier im Viertelfinale verliert, startet Messi mit 5 Punkten in die Saison. Dann noch die City-Mannschaft, also der darf die Saison einfach nicht verlieren. Aber wir haben ja gesehen, was Mbappé in der letzten Saison angestellt hat. Die WM gewinnt übrigens Spanien, aber jetzt gehen wir natürlich in die heiße Phase. Denn genauso wie in der Champions League oder der WM zählt es nicht, was am Anfang passiert in der Gruppenphase. Außer man fliegt da direkt schon raus. Sondern natürlich, welche Teams am Ende am stärksten sind und das natürlich auch bei den Spielern. Wir gehen in Saison Nummer 5 und ich habe bei Milan extra die Verträge verlängert. Ja, aber die Seite hier sieht nicht unbedingt so gut aus. Wir verlassen uns einfach mal auf den Assistenztrainer, dass er Leao hier auf dem rechten Flügel einsetzt. Und dann gehen wir hier direkt in die Saison rein. Also deswegen auch das Punktesystem, damit es am Ende spannend wird. Damit es sich auch lohnt, bis zum Ende hier zu schauen. Und Messi gewinnt hier übrigens den Ballon d'Or, gibt aber natürlich keine zusätzlichen Punkte. Trotzdem einen Ballon d'Or-Sieger hier bei Messi versus Mbappé-Duell muss man natürlich hier sehen. Ja, und Mbappé hier in der Hälfte der Saison schon mit 19 Toren und 5 Vorlagen. Das sieht hier wieder sehr gut aus. In der Champions League sind auch beide Teams hier im Achtelfinale und beide hier gegen deutsche Gegner. Milan und Mbappé überstehen schon mal das Achtelfinale, aber es folgt direkt das nächste deutsche Team mit Leverkusen und auch das bezwingen sie hier im Viertelfinale, sind also jetzt schon im Halbfinale gegen Chelsea. Erstmal ein Unentschieden mit 2:2, dann verlieren sie aber das Halbfinale, also es wird sehr spannend, die Champions League zu beobachten. Wir sehen aber jetzt hier schon mal 5 mögliche Punkte für Mbappé. Pokalfinale gegen Neapel, wollen wir uns natürlich selber angucken. Wir machen hier nochmal einen kurzen Wechsel und dann gehen wir hier auch direkt mal rein. Werden es die ersten 5 Punkte für Mbappé? Es werden die ersten 5 Punkte. Er gleicht also aus, weil Messi natürlich am Anfang der Saison die WM geholt hat, beziehungsweise da die 5 Punkte. Wir sehen direkt schon die nächsten 5 Punkte. Also Mbappé räumt hier in Italien alles ab. Die Frage ist natürlich die Champions League. Was hat Messi da gemacht? Achtelfinale hier gegen die Bayern schon mal überstanden und auch gegen Real Madrid. Also echt der Hammergegner im Halbfinale war dann Atletico, der Verein, den sie rausgeschmissen haben. Und damit ist das Ding natürlich schon entschieden. Auch wenn Messi die Champions League hier nicht holt, er holt sich die 5 Punkte, also 10:10. Es wird also wieder nur auf die Scorer-Punkte ankommen. Und da sehen wir, dass Mbappé ja noch mehr abliefert als in der Hinrunde. 45 Tore und 12 Vorlagen. Und er hat jetzt auch endlich mal die 96er Gesamtstärke geknackt. Er geht also jetzt hier mit 67 Punkten aus dieser Saison. Aber Messi hat ja durch die WM und die CL schon 10 Punkte und auch direkt die nächsten 5 Punkte durch die Premier League. Wir sind also bei 15 Punkten und er spielt hier 2 Pokalwettbewerbe. Den ersten gewinnt er nicht und auch den zweiten kann er nicht gewinnen. Er muss also jetzt hier 52 Scorer-Punkte sammeln, aber natürlich nichts Unmögliches für Messi. Er schafft es nicht. Also er schafft es mit den 52 Punkten und zwar ganz genau. Er schafft es aber nicht, besser zu sein als Mbappé. Wir haben also hier tatsächlich einfach mal ein Unentschieden. Das ist sehr krass. Die Punkte gehen jetzt einfach an beide. Oder machen wir lieber an keinen. Es bleibt also jetzt hier bei dem 6:4. Wir sehen übrigens auch noch Phil Foden, der jetzt hier 61 Scorer-Punkte gesammelt hat. Ja, komplett krank, was diese Mannschaft hier abgerissen hat. Aber im Endeffekt nur ein Titel geholt. Ordentlich Spannung jetzt hier in den letzten beiden Runden. Messi braucht noch einen vorletzten Verein und wir sehen es, wird Manchester United. Er bleibt also in der Premier League, macht einen absoluten 31er Wechsel. Mal gucken, ob Mbappé jetzt hier einfach mal zu Inter gehen wird. Nee, das macht er nicht. Er geht zu Liverpool. Wir werden also wieder ein Premier League Battle hier sehen. Und durch das Unentschieden könnte es jetzt in der nächsten Runde eine Entscheidung geben. Wenn Messi gewinnt, dann kann Mbappé ihn nicht mehr einholen. Und so ein bisschen hoffe ich noch auf eine letzte Runde, denn wir haben kein einziges Mal Barca oder Real hier gesehen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das würde ich dann nicht durch den Zufall entscheiden lassen, sondern eben einfach dieses Battle dann zum Schluss machen. Mbappé muss also jetzt hoffen, dass er bei Liverpool gute Spieler findet, dass sie ihn auch zu Titel führen, damit
Spieler natürlich hier Scorerpunkte sammeln kann und es auch in eine letzte Runde hier geht. Und wie gesagt, bei dem anderen Mal, wo wir hier bei Liverpool waren, haben wir auch Verträge verlängert. Aber das sieht jetzt hier in der Verteidigung irgendwie nicht danach aus. Das wird eine ganz schwierige Saison hier für Mbappé. Theoretisch kann Liverpool aber noch einkaufen, denn wir steuern in dieser Saison wieder den Messi-Club und das ist diesmal Manchester United, die auch in der Verteidigung viel, viel besser aufgestellt sind. Also da wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Eigentlich darf Messi das Ding hier nicht mehr verlieren. Wir werden aber gucken, ob er es vielleicht trotzdem tut. Okay, nach der Hinrunde sieht es aber hier nicht ganz so gut aus für Messi. Nur 8 Tore und 4 Vorlagen. Das ist ja ein Witz im Vergleich zu den anderen Statistiken aus den anderen Saisons. Aber ein Witz ist auch der FC Liverpool, was die hier in den Jahren gemacht haben. Die sind jetzt einfach auf dem 12. Platz. Aber wenn Messi hier theoretisch noch Zweiter wird, dann würde ihm das einfach gar keine Punkte bringen. Also auch da bleibt es weiterhin spannend. Liverpool ist auch international überhaupt nicht vertreten. Das heißt, die ersten 5 Punkte gehen an Messi. Denn Man United spielt hier in der Champions League, fliegt da aber ganz deutlich gegen City raus im Rückspiel 5:1. Und Manchester City holt sich auch hier den Ligatitel, also keine Punkte für Messi. Der FC Liverpool und Mbappé immerhin noch auf den 6. Platz hier gerutscht. Wir sehen, der FA Cup holt sich schon mal keiner, also keine Punkte. Carabao Cup, also den League Cup, gewinnt tatsächlich Mbappé. Also er kann hier ausgleichen. Messi holt sich die Champions League Punkte, aber das bringt ihm nicht so wirklich viel. Es würde jetzt hier wieder auf die Scorer-Punkte ankommen. Wisst ihr noch, wo Bruno Fernandes damals immer so extrem krasse Scorer-Punkte gesammelt hat? Mittlerweile macht er das nicht mehr ganz so krass. Messi ist aber natürlich ordentlich am Start, wenn auch nicht rekordverdächtig. Beziehungsweise 34 Punkte für dieses Battle schon, ja, sehr wenig. Insgesamt also 37 Punkte in dieser Saison. Also eine sehr große Chance für Mbappé. Und tatsächlich hat Liverpool hier auch noch ordentlich eingekauft, aber jetzt auch nicht die allerheftigsten Verteidiger. Aber es geht natürlich um Mbappé. Wir wissen natürlich schon die Vereinspunkte. 5 Stück durch den League Cup. Er muss also noch 32 Punkte jetzt hier sammeln und das in Form von Toren und Vorlagen. Und er macht 27 Tore und 7 Vorlagen. Er gewinnt also dieses Battle. Und es gibt tatsächlich die Extra-Runde. 39:37. Auch hier extrem knapp. Und eigentlich habe ich damit nicht mehr gerechnet. Aber wie schon am Anfang gesagt, wir werden jetzt nach Spanien gehen. Messi zu Barcelona, Mbappé zu Real Madrid. Und wir sehen übrigens hier das Champions League-Finale. Das ist eben genau dieses Duell. Real Madrid gegen den FC Barcelona. Also wir wechseln zu 2 absoluten Top-Teams auch hier in diesem Jahr. Hoffentlich gibt es da auch ein weiteres Champions League-Finale. Davor muss man kurz sagen, Liverpool hat auch in der Champions League gespielt, aber halt nicht so lange. Und auch die Europa League war nicht erfolgreich, also da gibt es natürlich keine Punkte. Man hätte sich das Ganze hier nicht besser ausdenken können. Real Madrid und Barca kommen einfach kein einziges Mal vor. Und da muss ich dann auch einfach mal mit der Zufallsregel brechen, weil das will ich jetzt hier einfach sehen. Ich persönlich will einfach dieses Battle Real Madrid gegen Barcelona in der letzten Saison. Wir haben ja gesehen, es sollte für keinen einen Nachteil bedeuten. Okay, die Barca-Mannschaft, die ist schon mal richtig stark, wird natürlich jetzt hier noch durch Messi ergänzt. Aber ich denke, die Mannschaft von Real Madrid kann hier mithalten mit dem FC Barcelona. Es wird ein episches Duell. Im Januar 2029 sehen wir schon mal 7 Punkte Vorsprung von Real Madrid. Genauso wie wir Messi dreimal gesteuert haben, haben wir jetzt das dritte Mal, dass wir Mbappé steuern. Also eine ausgeglichene Sache. Wir sehen auch, Champions League ist noch ausgeglichen. Beide sind hier auf dem 1. Platz weitergekommen. Barca aber mit der perfekten Ausbeute. Kein Spiel unentschieden gespielt oder verloren. Aber ich würde sagen, noch relativ einfache Gegner. Da sollten beide jetzt durchkommen. Zwischendurch könnte es aber die Entscheidung hier im Pokal geben, denn da gehen die Runden jetzt hier los. Ihr seht es ja hier. Da werden sehr wahrscheinlich die ersten 5 Punkte verteilt. Gucken wir mal, was in der Champions League passiert. Real Madrid, eine ganz knappe Nummer gegen Eindhoven. Real kommt also weiter auf Barca. Gucken wir gleich, im Pokal ist Real auch noch drinne. Und da sind sie jetzt auch im Finale. Barca ist nicht im Finale. Die können sich also die 5 Punkte da nicht mehr holen. Aber Real muss das Finale natürlich auch erstmal noch gewinnen. Aber hier im Achtelfinale der Champions League scheitert der FC Barcelona nicht, auch wenn es relativ knapp war. Und ich habe gar nicht auf den Gegner von Barca geguckt, aber Benfica eigentlich ein einfacher Gegner. Aber auch da wird es eine knappe Nummer. Und auch in der Liga wird es hier eine sehr, sehr knappe Nummer. Barca nur noch 2 Punkte Rückstand auf eben Real Madrid. Theoretisch kann aber noch Sevilla und auch Atletico Madrid Meister werden. Aber wir sehen jetzt, in der Champions League ist eine Entscheidung getroffen. Barca fliegt gegen City raus, haben das Lospech hier erwischt. Mbappé holt sich also hier die ersten 5 Punkte, ist im Halbfinale. Und er hat jetzt hier im Finale vom spanischen Pokal direkt die Chance auf die nächsten 5 Punkte. Mal gucken, ob er das jetzt hier gegen Sevilla holt. Verlieren heißt auch gar keine Punkte, aber sie gewinnen das Ding. Mbappé also jetzt hier schon mit 10 Punkten. Champions League fliegen sie aber nach einem 4:1 gegen Juventus raus. Und sie spielen auch dreimal unentschieden in der Liga in so einer heißen Phase. Was macht Real Madrid hier gerade? Es gibt zwar noch das letzte Spiel, aber die haben hier wahrscheinlich einfach die Meisterschaft verspielt. Okay, wir gucken rein in die Partie. Da sehen wir, dass Real Madrid durch Kamada gewinnt. Aber Barca macht keine Fehler. Sie holen sich also die Meisterschaft. 5 Punkte also für Messi. Aber das waren wirklich 5 verlorene Punkte von Mbappé hier
im letzten Monat die Meisterschaft noch verspielt, aber es geht natürlich jetzt vor allem um die Statistiken. City übrigens hier Champions League-Sieger, aber das ist jetzt nicht mehr wirklich relevant. Mbappé hat durch den Pokal und durch die Champions League hier schon mal 10 Punkte gesammelt und sammelt auch noch weitere 35 Tore und 14 Vorlagen, also insgesamt 59 Punkte. 49 Scorer-Punkte plus die beiden Wettbewerbe. Wird schwierig, aber nicht unmöglich für Messi. Werden die 5 Punkte in der Liga dieses Battle jetzt hier entscheiden? Wir sehen Lionel Messi aber nur mit 41 Scorer-Punkten. 59 zu 46. Tatsächlich gewinnt Mbappé jetzt hier einfach mal mit 17 zu 6. Oder selbst wenn man es nach Runden zählen würde oder nach Saisons, dann würde es 3 zu 3 stehen. Also auch da hätte Messi nicht gewonnen. Aber ich glaube, es ist eh unnötig, irgendwas hier zu haten. Wir haben ein extrem geiles Battle gesehen, egal wie es ausgegangen ist. Und ihr könnt euch jetzt direkt zum nächsten Battle klicken. Lewandowski gegen Benzema. Lewandowskis neuer Verein jetzt hier für eine neue Karriere ist Real Madrid.